Herzlich willkommen zu Die Zukunft. Arbeitet anders. Heute in der Sonderedition Mut. Tut gut. Und mit wieder einem besonders heißen Thema, was ja, die kurzen Hosen rechtfertigt. Wie man ja sieht, ein heißes Thema. Und ich habe eine wichtige Information. Junge Mütter, haben Sie Mut und empfehlen Sie Ihren Kindern, werden Sie Cybersecurity-ExpertInnen. Genau, weil wir haben gerade eben ja festgestellt, dass es dort noch ein paar offene Jobs gibt. Ja, wir haben nicht so viel verraten, sogar gesehen, dass es nicht nur ein paar gibt, sondern viele. Und wir haben uns natürlich wieder jemand eingeladen, mit dem wir darüber reden können. Nicht nur über die Jobs, sondern auch, wie man Cybersecurity ja in der Gesellschaft verankern sollte. Und nebenbei reisen wir einmal um die Welt, weil eigentlich sitzt er in Amerika, saß gerade in Ungarn, in Budapest und hat mit uns in Berlin gesprochen. Eigentlich alles total genial. Aber es war alles sicher. Top Secret. Bei uns ist gleich Gerrit Beuchelt. Chief Information Security Officer bei Sprinklr. Ups. Herzlich willkommen, Gerald Beuchelt. Er ist Chief Information Security Officer bei Sprinklr. Herzlich willkommen, Herr Beuchelt. Was ist ein Chief Information Security Officer und wo sitzen Sie gerade eigentlich? Eieiei, schwierige Fragen. Und gibt normalerweise auch viele Antworten drauf, sogar beide Fragen. Also Chief Information Security Officer ist letztendlich derjenige oder diejenige, die für die Gesamtsecurity, die Gesamtsicherheit von einem Unternehmen verantwortlich ist. Das kann teilweise ein bisschen unterschiedlich aufgesetzt sein. Es hängt manchmal ein bisschen von der Firmengröße ab, auch von der Firmenkultur. Aber normalerweise sieht es halt so aus, dass ich für meinen Bereich halt für unser Unternehmen sämtliche Aspekte der Informationssicherheit unter mir koordiniere und dementsprechend dann auch den verschiedenen Departments im Unternehmen dann helfe, das umzusetzen. Das fängt also an, zum Beispiel bei der Corporate IT, also im einfachsten Fall bei den Laptops, die jeder hat, über die Backoffice-Systeme, die wir halt haben, sei es jetzt ERP-Systeme, Kundensysteme etc., geht aber dann auch für Sprinklr als Software-as-a-Service, als Cloud-Unternehmen ganz klar in den Entwicklungsbereich rein. Das geht dann in den operativen Bereich rein. Das geht dann da, also im Prinzip wirklich auf den gesamten Aspekt der Technologie, die wir halt entwickeln, die wir halt betreiben und die wir dann halt auch dementsprechend ausschalten. Sitzen natürlich zurzeit in Budapest. Ernsthaft? Ja, kein Witz, ist wahr. Normalerweise im nördlichen New Hampshire, aber ich bin auch durchaus auf und runter die Ostküste von Florida über New York, Massachusetts schon mal zu finden. Also da müssen wir immer gucken, wo ich gerade mich rumtreibe. So, also jetzt also in Budapest, was für eine schöne Stadt. Ich liebe sie über alles, sagt man ja auch, die Stadt der Liebe. Aber es geht heute nicht nur. Ich war leider noch nicht da. Es geht heute nicht nur um Liebe, sondern es geht sozusagen wirklich um Cybersecurity. Ist das sowas für so Großunternehmen wie Sprinklr oder betrifft das auch uns selbst oder auch kleine Unternehmen? Also es fängt eigentlich bei jedem privat an. Und ich meine, das ist eigentlich immer ganz spannend zu sagen, ich habe doch nichts zu verbergen, bei mir gibt es doch sowieso nicht viel zu holen. Warum soll ich mich um diesen ganzen Sicherheitsquatsch? Ja, das ist normal. Man kennt ja jeder. Ich benutze das gleiche Passwort überall, weil was soll der Quatsch? Warum soll ich mich damit so komplizierten Sachen rumärgern? Und ich denke, das ist genau der Ansatz, wo man halt schauen muss, dass man da sehr, sehr, sehr im Privaten aufpasst. Weil jeder hat irgendwelche Sachen, die privat bleiben sollten. Jeder hat irgendwelche Dinge, die auch durchaus was wert sind, sei es jetzt simple Sachen wie ein Bankkonto, aber auch andere Geschichten, an die durchaus, wenn es einfach nur die persönlichen Daten sind, die man dann dazu benutzen kann, um irgendwelchen kriminellen Akte auch online halt zu betätigen, machen kann. Jeder hat Dinge, die es geht, die letztendlich zu schützenswert sind. Deswegen fängt das eigentlich wirklich bei jedem privat an. Man sollte sich hingehen, gucken, was für Sicherheitstechniken stehen mir zur Verfügung, um mein Telefon zu schützen, um meinen Laptop zu schützen, vor dem ich sitze, um meine verschiedenen Accounts, sei es jetzt bei Banken oder sonstigen Sachen zu schützen. Und selbst simple Dinge wie nur die E-Mail ist häufig dann doch das immer wieder das Einfallstor für jemanden, der einem was Böses will oder der was übernehmen will, einfach nur um hinzugehen und das, und diese Dinge zu übernehmen und dann für andere Aktivitäten zu missbrauchen. Von daher würde ich sagen, also Sicherheit fängt wirklich bei jedem im Allerkleinsten an. Das hört sich jetzt ein bisschen paranoid an, ist es wahrscheinlich auch. Aber letztendlich ist es halt dann wirklich so, dass es für jeden
so ist, dass wenn dann wirklich ein Identitätsdiebstahl stattfindet, wenn es dann in irgendeiner Form eine Übernahme von dem Kundenaccount bei der Bank oder beim Telefonprovider oder sonst irgendwas kommt, dann hat man wahnsinnig viel Ärger mit hinterher. Und das ist dann durchaus eine Sache, wo man dann sagt, hätte ich doch ein längeres Passwort benutzt oder hätte ich nicht mal das gleiche benutzt oder Sommer 2022, weil das ist auch kein gutes Passwort. Und das kann auch wirklich jedem passieren. Mir ist das tatsächlich auch passiert, ohne dass ich was dazu beigetragen habe. Aber ich war mal als eBay-Händler zu finden und habe dann davon nur Wind bekommen, weil mir eine Urheberrechtsverletzung angetragen wurde. Ich würde die Marke von den T-Shirts quasi illegal benutzen und würde denen ihre T-Shirts verkaufen. Mhm. Und das Ganze ist wiederum nur aufgeflogen, weil derjenige, der meine Identität benutzt hat, am Ende des Tages die T-Shirts nicht geliefert hat. Und das hat die Kunden dann doch etwas geärgert, sonst wäre es wahrscheinlich etwas länger gegangen. Und tatsächlich hatte ich große Probleme damals auch mit eBay sozusagen zu verhandeln, auch mit meinem Rechtsanwalt zusammen, dass sie ja eigentlich ganz simpel gucken können, wer der ist, weil es war ja mal nicht mein Bankkonto. Aber das war gar nicht so einfach. Also es kann wirklich, selbst wenn man ein bisschen in der IT-Branche unterwegs ist, auch jeden treffen. Max, und wie ist es mit Unternehmungen? Unternehmen, hast du da schon mal was gehört oder ist das so ein Thema, was würdest du sagen? Weiß ich nicht. Also ich höre von den Unternehmern immer, also auch so einen ähnlichen Satz, die sagen immer, ja, mein Unternehmen wird es ja nicht treffen und ich bin ja gar nicht so groß und das sind vor allen Dingen ja die Großen, die angegriffen werden. Aber wie sieht das aus? Wer wird eigentlich heutzutage angegriffen? Ist das, gibt es da einen Rast dafür? Kann man gar nicht so sagen. Und es ist tatsächlich auch so, dass die meisten Angriffe überhaupt gar nicht gezielt stattfinden. Also die heimlichen Hacker, die da irgendwo sitzen und dann ganz gezielt Unternehmen XY versuchen auszuspionieren oder auszuhebeln oder sonst irgendwas, kommen vor, ist gar keine Frage. Das ist auch durchaus ein heißes Eisen, wenn man sich anschaut, was es in Bezug auf geistiges Eigentum und so weiter angeht. Aber das ist eigentlich eher die Ausnahme, was viel, viel häufiger vorkommt. Ist dann tatsächlich, dass es die Gelegenheitseinbrüche sind sozusagen. Das heißt also, wenn dann jemand im Unternehmen als Angestellter mal nicht aufpasst und auf die falsche E-Mail klickt und sich irgendeine Malware runterlädt, dann kommt da die ganze Ransomware-Geschichte hinterher und auf einmal ist das halbe Unternehmen platt, die Daten sind futsch, verschlüsselt und gleichzeitig auf irgendwelchen öffentlichen Foren zu finden. Was das Ganze extrem peinlich macht, gegebenenfalls große Datenschutzprobleme hinterherzieht für die Unternehmen selber. Das heißt, es kommt gar nicht so wahnsinnig darauf an, dass man das große Unternehmen ist, die große Siemens oder sonst irgendwas, sondern es fängt wirklich auch bei ganz kleinen Unternehmen schon an, wenn sich die Gelegenheit bietet, da ein paar Euro rauszuquetschen, Dinge zu tun, die möglich sind, um dann Crypto-Jacking zu machen oder sonst irgendwas, dann findet das ganz klar statt. Und da muss man aufpassen. Und laufen solche Prozesse heute immer persönlich ab? Also müssen da Leute etwas anstoßen oder gibt es da sogar Automatismen für, dass man einfach nach offenen Türen irgendwie suchen lassen kann über eine Software? Ja, Sie können also davon ausgehen, dass jeder Computer, der in irgendeiner Form im Internet verbunden ist, täglich hunderte Male gescannt wird. Auf verschiedenste Art und Weisen, manchmal auf sehr simple Art und Weise, wo einfach dann nur geguckt wird, ist da irgendwas offen oder sonst irgendwas, manchmal aber auch durchaus ein bisschen fortgeschrittener, wo dann wirklich gezielt geschaut wird, sind da aktuell bekannte Schwachstellen, die man ausnutzen kann. Das findet vollautomatisiert statt. Das ist eine ganze Industrie, die dahinter steckt. Zugegebenermaßen sehr gut organisierte Industrie. Die haben also wirklich die entsprechende Arbeitsteilung. Das ist nicht so die fünf Packer, die irgendwo heimlich in der Ecke sitzen, sondern das sind wirklich ganze Gruppen, ganze Unternehmen, kriminelle Unternehmen sozusagen, die dann halt sich die Arbeit dementsprechend teilen. Der eine sucht, der zweite bricht ein, der dritte nutzt das aus und der vierte geht dann halt wirklich rein und kann das dann dementsprechend monetisieren. Das heißt also, man hat da durchaus mit einer Industrie zu tun, die das auch wirklich industriell abfertigt. Wenn man das weiterdenkt und das ist schon sehr glaubhaft. Heute war ja auch unsere Innenministerin zu hören und hat gesagt, wir müssen mehr für Cybersecurity tun. Super. Hab ein bisschen gelesen, was sie so vorschlagen. Ein eigenes Videokonferenzsystem im Jahr 2022. Okay. Aber vielleicht muss man das machen. Aber ist fein. Sie hat zumindest das Thema sozusagen sehr öffentlich auch in den Raum gebracht. Und mich fragen oft junge Leute, ist das eigentlich ein Zukunftsthema? Also wenn Sie sozusagen jetzt junge Menschen vor sich hätten, würden Sie sagen, Cybersecurity ist was wir sozusagen technisch in den Griff kriegen und da soll man nicht weiter investieren oder ist das auch für Talente eigentlich durchaus interessant?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass Security fängt mit Menschen an. Das heißt, man kann wilde Technologien aufstellen, man kann ganz komplizierte Prozesse definieren, wenn man nicht die Menschen hat, die letztendlich dahinter stehen, sei es jetzt als einfacher Angestellter, der aufpasst, dass er halt nicht aus Versehen irgendwelchen Mist macht, weil es kommen immer wieder Dinge durch, bis hin dann wirklich zu jemandem, der halt auch größeren Unternehmen die Sicherheitsstrategie dann halt leitet. Das ist ein ganz, ganz heißes Thema. Ich kann jetzt bei uns in den USA sagen, dass wir haben etwa 1 Million Leute, die im Cybersecurity-Bereich aktiv arbeiten, wow, wenn wir gleichzeitig 700.000 offene Stellen. Das heißt also, wir haben eine Million Leute, die arbeiten, und die mehr als fast die gleiche Menge an offenen Stellen, die da halt sind. Das ist super heißes Eisen. Ich denke, das ist für jeden spannend. Aus meinem Privatkreis kann ich sagen, meine Tochter studiert das gerade zurzeit. Die wird da auch in jedem Fall demnächst reingehen. Und die macht überhaupt gar keine Sorgen, ob sie einen Job hat oder nicht, weil das ist keine Frage letztendlich, dass da halt dementsprechend was kommt. Muss man es wirklich studieren oder kann man auch über eine Ausbildung, so Fachinformatik oder so, kann man da so reinwachsen? Also hat man auch mit Erfahrungswissen eine Chance oder muss man sozusagen Abi 1 und dann erstmal 5 Jahre durchballern und dann noch was obendrauf legen? Ich würde sagen, sogar fast das Gegenteil. Ich würde sagen, wenn bei uns im Unternehmen, wenn wir Anfänger einstellen, die also noch nicht unbedingt so den wahnsinnigen Hintergrund haben, ist es mir relativ wurscht, ob sie das an der Universität gelernt haben, ob sie das in der Ausbildung gelernt haben oder ob sie sich sogar selber beigebracht haben, um ganz ehrlich zu sein. Weil letztendlich sollte die Frage nicht sein, welchen Kurs hast du in den letzten 2 Jahren belegt oder was hast du da jetzt an Arbeiten geschrieben, sondern eine Frage, die gerade für Abgänger von Universitäten oder Abgänger von Ausbildung halt ist, wie sieht denn eigentlich dein Heimnetzwerk aus? Was machst du denn zu Hause? Oder was sehr gute, sieht deine, sehr, sehr sieht gute deine Frage. Private? Ganz, ganz klar, weil ich meine, das ist letztendlich zeigt das viel, viel mehr, welches Interesse die Leute haben, welchen Hintergrund die haben und wie sie sich halt dementsprechend auch an solche Themen reindenken können, als wenn da irgendwelches theoretisches Wissen aus Büchern gelernt oder sonst irgendwas, ist auch wichtig, ist keine Frage. Dass auf die Dauer kommt da eine ganze Menge zusammen. Aber es ist, denke ich, auch extrem wichtig, da eine entsprechende Praxiserfahrung zu haben. Die kann man sich selber schaffen. Er erinnert mich an ein Kinderevent, wenn ich das noch sagen kann, mit einem Geschäftsführer eines großen Telekommunikationsunternehmens in Deutschland, der während des Events von seinem Konzept abwich, zum Kind hinging und sagt, sag mir mal dein Passwort. Und die ganzen Leute alle, oh mein Gott, was macht der? Und der Junge, 12, ne, sagt, nee, kriegst du nicht. Natürlich, super. Das fand ich super. Aber das ist gigantisch. Nein, das ist gigantisch. Aber ich meine, wird das so bleiben oder gibt es da jetzt auch immer mehr? Man hört ja selbst, Piloten werden demnächst durch Automatismen ersetzt. Gibt es da jetzt nicht dann auch immer mehr Automatismen zukünftig, die das Ganze ersetzen werden? Oder ist das ein Ding, wo ja wir ohne menschliche Intelligenz mittelfristig oder langfristig sogar gar nicht auskommen? Das ist gerade für Sie als Futurologe wahrscheinlich ein super interessantes Thema, kann ich mir vorstellen. Sagen wir mal so, was man ganz klar sieht, was man als Trend halt irgendwo sieht, ist, dass einfachere Aufgaben durchaus automatisiert werden. Und das ist auch super gut so. Ja, ich habe keine Lust, jetzt hinzugucken, um zu schauen, sind jetzt da die entsprechenden Einstellungen, sind die genau so, wie sie halt vorgeschrieben sind, weil das sind teilweise wirklich dicke Wälzer, die man da durchgehen muss für ein einzelnes System, um festzustellen, ob wirklich alle Einstellungen auf einem bestimmten Rechner dann so sind, wie sie halt auch sein sollen. Da ist es ganz klar super, dass man die entsprechenden Automatisierungen hat. Aber wenn Sie sich mal selber überlegen, ich meine, Sicherheit im Informationsbereich ist letztendlich nichts anderes als Sicherheit in anderen Bereichen auch. Und da ist die gleiche Frage. Ich meine, sind wir mit der Banksicherheit jetzt fertig? Wir haben die großen Tresore, wir haben da irgendwelche Laserdinger oder sonst irgendwelche Gedönse. Jetzt brauchen wir uns keine Sorgen mehr zu machen, dass der Einbrecher kommt, weil jetzt sind wir so super sicher. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Es ist wirklich Menschen, Prozesse und Technologie nur in der Zusammenarbeit, denke ich, die langfristig erfolgreich sein können. Klar versucht man sich zu unterstützen durch Automatisierung, durch Machine Learning, durch künstliche Intelligenz und so weiter, um halt auch dementsprechend voranzubleiben. Aber sie haben es auf der Gegenseite auch mit Menschen zu tun, die auch ganz klar daran arbeiten, um festzustellen, wie sie halt dementsprechend diese Sicherheitssysteme umgehen können. Mhm. Und das ist ein Katz-und-Maus-Spiel, was niemals da aufhört. Ja. Aber viele Menschen sagen ja auch immer, das ist mir alles zu technisch. Also das verstehe ich gar nicht. Das ist mir so zu kryptisch. Ich habe keine Ahnung, was ich damit anfangen soll.
Wie kriegen wir das hin? Also abgesehen davon, dass wir ja gerade dabei sind, das zu versuchen, Menschen dazu zu bringen, dass wir aber in der breiten Masse der Bevölkerung so ein Bewusstsein dafür entwickeln können. Ich meine, wenn ich heute in ein Geschäft gehe, dann gucke ich ja auch vorher auf die Fassade und kann in etwa abschätzen, das ist ein Geschäft, dem würde ich mein Geld anvertrauen oder das ist keins. Da habe ich also dieses Verständnis für, was grundsätzlich vorhanden ist, schon. Beim Internet habe ich manchmal so ein bisschen das Problem, das wird auch so künstlich ein bisschen kompliziert gehalten oder dramaturgisch irgendwie so aufgebaut, dass man nicht jeder es verstehen soll. Täuscht das oder kommt da noch was? Also ich denke, ich würde sagen, das ist keine Absicht. Also ich möchte da niemanden unterstellen, dass er absichtlich Sachen komplizierter macht, als sie sind. Ich kenne es aus eigener Erfahrung, wenn man irgendwelche Sachen zusammenschraubt, wenn man irgendwelche Sachen entwickelt oder sonst irgendwas, dann sitzt man selber teilweise so tief in der Materie drin, dass das ganz offenkundig ist, wie man das richtig benutzt. Also ich meine, das ist einem doch klar. Ich meine, wie kann man das nicht verstehen, ja? Und ich meine, da guckt dann jemand anders mal die Schulter und sagt mir, sag mal, bist du eigentlich bescheuert oder was? Das kann doch kein Mensch verstehen. Ich denke, was da ganz wichtig ist, ist, dass solche Dinge wie User Experience Management, Interface Design und so weiter, aber dann halt auch im Bereich Security Awareness, also wirklich Bewusstseinsschulung für Sicherheitsdinge, dass da viel gemacht werden muss. Und das sind interessanterweise auch alles Themen, die nicht notwendigerweise jetzt super technisch sind. Der Hacker, der 24 Stunden am Tag da hinter seinem Terminal sitzt, gerade im Hintergrund bei Ihnen, sondern wo es wirklich halt darum geht, hinzugehen, okay, wie verstehe ich den Menschen, wie verstehe ich Menschen jetzt, wie verstehe ich, wie Menschen mit Maschinen halt interagieren und optimiere diese Zeremonien, die da letztendlich stattfinden. Ich meine, wir kennen alle die Benutzername-Passwort-Zeremonie. Wir kennen jetzt bei unseren Telefonen auch, dass wir da reingucken müssen und das dementsprechend aufmachen können. Aber es gibt alle möglichen anderen Zeremonien letztendlich, wie man sich da halt vorstellen oder wie man mit dem System interagieren kann. Und diese Studien sind halt super wichtig. Und da kommt es halt nicht ausschließlich darauf an, zu wissen, wie jetzt die letzten Bits im Rechner funktionieren, sondern da kommt es wirklich darauf an, zu verstehen, wie die Psychologie ist. Da kommt es ein bisschen auch auf Marketing und Design drauf an. Das heißt, der Bereich, in dem Sicherheit sich da abspielt, ist, wie gesagt, auch unter anderem sehr stark durch Menschen geprägt. Und da ist wirklich auch eine Chance für jemanden, der vielleicht nicht unbedingt jetzt aus dem supertechnischen Bereich kommt, ganz klar auch mit einzusteigen. Kommen wir ein bisschen zu Tipps und Sprinklr macht ja viel mit Social Media Diensten, verknüpft die, schickt die von A nach B. Wahrscheinlich sämtliche Dienste, die ich so kenne, sind da verknüpft. Ich schätze das ja übrigens, weil das ein wahnsinnig tolles Tool ist, wo man so. Nehmen Sie uns mal mit, was sind denn so Tipps und kann mir denn auf WhatsApp was passieren und kann mir in Instagram was passieren? Also, was wären so Tipps, was wir auch unseren Zuhörerinnen so mit auf den Weg geben können? Ich denke, es kann in jedem System, in jedem Bereich, wo halt Menschen miteinander kommunizieren, wo halt irgendwelche Transaktionen stattfinden, gegebenenfalls auch Transaktionen mit einem Wert dahinter stattfinden, gibt es ja durchaus auch im Social Media Bereich, können Sachen passieren. Was ich als erstes jedem wirklich immer mitgeben möchte, ist eine gesunde Portion Misstrauen. Ja, ich meine, wenn mir jemand da entgegenkommt, sei es auf Twitter oder sei es in E-Mail oder sonst irgendwas, sie haben irgendwas gewonnen oder kriegen irgendwas umsonst hier oder hier ist ein ganz tolles Angebot, ist immer eine gute Chance, dass das nichts ist, was wirklich realistisch ist, sondern dass da irgendwann irgendwo Formenhaken drin ist. Also ein gesundes Misstrauen sollte eigentlich jeder haben, wenn es darum geht, dass man mit teilweise auch wildfremden Menschen kommuniziert. Weiterhin sollte man immer daran denken, was man sieht, ist nicht unbedingt, was dahinter steckt. Da gab es mal so vor vielen Jahren so eine ganz berühmte Karikatur von der New York Times, war es, glaube ich, wo ein Hund mit einer Maske vorm Computer sitzt. Ja, und im Internet weiß keiner, ob du ein Hund bist oder nicht. Und das ist wirklich so. Ich weiß nicht, da kann ich mich als sonst wie ausgeben. Und ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt oder nicht. Klassisches Beispiel, selbst im Bereich mit Spielen, ja, gibt es immer wieder Fälle, wo sich dann halt in Spielen, wo man halt gemeinschaftlich zusammenspielen kann, Online-Spiele, Gruppen von Schülern finden und dann auf einmal kommen da ein oder zwei andere Leute dazu. Ja, wir sind auch Schüler, wir sind aber aus einer anderen Stadt, wir würden gerne mit euch spielen. Stellt sich nachher heraus, dass das letztendlich dann irgendwelche Leute sind, die teilweise richtig üble Geschichten da halt abziehen wollen, sich im privaten Leben mit denen treffen wollen und so weiter und so weiter. Ja. Misstrauen, denke ich, ist eines der ganz wichtigen Sachen, die hinkommen. Und dann so ein gewisses gesundes Cyberhygiene. Ich meine, Passwörter sollten lang sein und man sollte sie nicht immer wieder verwenden. Man sollte sehen, dass man seine Sachen immer
aktualisiert, wenn da steht Systemeinstellung oder sonst irgendwas. Man kann ein Update reinführen, dann sollte man das sofort machen. Solche Standardthemen sind halt ganz wichtig, um da halt dann auch sicher zu bleiben. Sehr schön. Ja. Tja, fühlst du dich jetzt besser? Ich fühle mich zumindest motiviert, tatsächlich jungen Menschen auch zu sagen, hey, komm, geht in das Feld rein, das ist was. Und was mir sehr gut gefallen hat, es ist eben nicht nur Technologie, sondern es ist immer ein Zusammenspiel von Menschen mit Technologie. Das ist ja auch was, was wir bei dem Thema, sozusagen, wenn wir in die Zukunft gehen, sagen, weil die beginnt ja jetzt, wo man miteinander spricht. Vielen Dank, Gerhard Borchelt. Ja, vielen Dank und auf eine sichere Zukunft. Herzlichen Dank. So, Max, da sind wir zurück. Also aus meiner Sicht, das ist ein Zukunftsthema. Was ich faszinierend fand, ist, dass wir 1 Million Leute schon in den Jobs haben und 700.000, also fast nochmal 1 Million suchen. Wahrscheinlich werden das jetzt in 3 Wochen, wenn wir die 1 Million Suchende nochmal kriegen. Das ist irre. Also ich glaube, das ist ein Riesenfeld und ich glaube auch, wir müssen uns einfach diese Scheu nehmen und uns wirklich damit auseinandersetzen, auch im kleinen privaten Bereich, dass wir so ein bisschen verstehen, was da eigentlich passiert. Ich meine, ich bin ja deiner Meinung und ich könnte sozusagen ein sehr, sehr bekanntes Zitat anpassen. Es gab mal einen Marathonläufer und ich laufe ja auch, wo dann, als er gewonnen hat, gerufen wurde, ja, junge Mütter, haben Sie Mut und nennen Sie Ihren Sohn Waldemar. Aber eigentlich müsste man heute sagen, junge Mütter, haben Sie Mut, sagen Sie Ihren Kindern, verdammt nochmal, nennen Sie Cybersecurity-Spezialist. Das wäre doch genau das Thema. Lauf den Marathon. Ich werde am Ziel stehen und das laut rufen. Kein Thema. Ja, super. Also vielen, vielen Dank und Mut. Tut gut. Genau.